hörte das. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Metro Exodus. Komm, wir gehen mal hoch. Ja, ja, der alte Mann ist schon unterwegs. Klaas Quest. Oi, oi, oi. Du bist nicht schlecht, Bruder. Das war irre. Diese Mutanten sind ziemlich heftig. Die Dorfbewohner hatten keine Chance gegen sie. Aber du hast sie einfach abgeburkst. Nun, freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße übrigens Quest. Gehörst du zu diesem Zug? Ich wette, die Einheimischen wollten nicht mal mit dir reden. Haben direkt das Feuer eröffnet, oder? Natürlich. Diese dummen Mistkerle. Ich bin schon lang genug hier, um zu wissen, wie das Spielchen läuft. Die haben da einen Kult. Glauben, dass Technologie die alte Welt zerstört hat. Ach, den habe ich schon weggeräumt. Daher sind sie hier nicht gerade freundlich zu klugen Typen. Und ich? Sie wollten mich gerade einsperren, als ich mich bereit erklärte, gegen ihre elektrischen Dämonen zu kämpfen, um für meine Sünden zu büßen. Denn offensichtlich steckte ich mit dem Satan unter einer Decke. Und was für ein Satanist ich bin. Ich habe mein ganzes Leben lang gehandelt und Loks repariert. Und jetzt reise ich nach Osten. Ich bin diesen Teil des Landes leid. Es gibt hier nichts mehr zu tun. Die Städte sind weg und überall lauern Banditen und Bestien. Auf der anderen Seite der Wolga ist jedoch viel Platz. Gibt viele Möglichkeiten. Also kam ich mit meiner Motordresine voller Waren her und hoffte, auf dem Weg nach Osten gute Geschäfte zu machen. Ziemlich dumm von mir. Ich kann von Glück reden, mit dem Leben davon gekommen zu sein. Wie auch immer, seit eurer Ankunft habe ich wieder diesen kleinen Plan im Kopf. Alleine könnte ich ihn nie durchziehen, aber wenn ihr auch nach Osten wollt. Nach allem, was ich durchs Fernglas erkennen kann, ist es ein Wunder, dass eure Lok noch fährt. Übrigens, nimm das Fernglas. Ich zeig dir, wo alles ist. Ich muss gerade selber gucken, wo mein Fernglas ist. Du willst mir also nicht zuhören? Völlig okay, aber sag's doch einfach. So, ich muss selber jetzt gerade mal gucken. Ha. Na gut, dann gehen wir mal da runter. Gehen wir nicht mehr hinterher. Das, Alter. Das ist meine Höhle. Und hier lebe ich. Ist zwar kein Palast, aber hier ist ein Bett. Falls du also müde bist, fühl dich wie zu Hause. Ach, fast hätte ich's vergessen. Hier, ein Geschenk für dich. Was? Oh, ein Fernglas. Das heißt gar nichts. Danke. Ich habe eine Werkbank zum Basteln gebaut. Wenn du Munition oder Granaten brauchst, kannst du dich an den Rohmaterialien bedienen. Du kannst von dir alles haben, was dir gefällt. Ich kann eh nicht alles mitnehmen. Na los, nicht so schlechter. Na gut, dann nehmen wir mal mit ein bisschen was. Ich muss dir sagen, dass das hier nicht nur ein hübsches Gesicht ist. Hier oben drin ist eine Menge Wissen gespeichert. So, mal drei. Muss ein Heilungsdings machen. Sieh dir diese Hände an. Die wissen, wie man repariert. Bei mir solltest du nicht lange überlegen, ob du mich mitnimmst. Ja, definitiv. Ich wollte mal mit dir. Das ist ja eh der Plan. Das ist ja eh der Plan an der Sache. Das werde ich mitnehmen, Kollege. Ich habe von den Dorfbewohnern ein paar Kippen gekauft, bevor die Arschlöcher mich davongejagt haben. Diese Seilrutsche führt nach unten. Einfach einklinken und los geht's. Diesen Schwachköpfen hat meine Taschenlampe nicht gepasst. Mit dem darf ich weder Dorf noch Brücke betreten. Und yay.
Kommt ihr jetzt mit oder was? Hast du ein Kuppelhack mitgebracht, ja? Was? Das sind drei Stück! Gott sei Dank, weil ich habe mich einfach von der Tatsache. So. Alter, hau ab von mir. Oh, Alter. Was für eine Kacke, Alter. So, müssen wir jetzt zurück, oder was? Hauen wir mal ab hier einfach. Ich fühle mich hier gerade gar nicht wohl. Schön hier hoch zu müssen, oder? Wunderbar, dann haben wir zumindest eine Waffe jetzt. Wieder mal. Okay. Ist was? Muss man jetzt lang oder wo muss jetzt hin? Hier oder was? Hä? Laut der Karte? Wo ist denn der Typ überhaupt hin? Aber wir müssen uns zurück. Oh. Hanna? Artyom? Ich hab dich rufen gehört. Es war so schön da. Ja, Alter.
Aber ich hab dich gehört und konnte dich nicht verlassen. Mal weg mit dem Scheißkatz. Guck ich hier irgendwie durch? Nee. Ich brauche dringend Waffe, ich brauche dringend Munition, ne. Besser soll ich das gar kein Licht. Was denn? Krieg ich den nicht irgendwie? Ich muss mal einen Filter tauschen. Ja. Hatte Schussmaske drauf. Also hier scheint alles gerade radioaktiv zu sein. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ich hasse das, wenn ich hier immer ein bisschen... Komisch. Jetzt wieder irgendwas anderes. Scheiße, ich komme nicht hoch, ne? Ich muss die Atemschutzmaske mal setzen. Da ist was. Das ist aber so Pilze. Ich
Ich muss das Feuerzeug mal machen, weil sonst ich überlege nämlich gar nichts. Ja, so funktioniert es genauso. War das der Plan an der Sache? Darf ich nicht. Alter Verwalter. Diese scheiß Mutantenviecher, Alter. Was ist das hier? Was geht hier ab, ja? Was richtet jetzt? Kommen die Viecher oder was? Haut da von mir! Was ist das? Was gibt mir euch kaputt? Fahr. Ernsthaft jetzt. Ich habe noch zwei Schüsse. Ich weiß nicht, wie viele Viecher von diesen Viechern noch rumrennen. Mann, stimmt doch endlich jetzt, ey. Boah, Alter. Gar nichts mehr Munition, ne? Oh, doch, Munition. Das ist wichtig. Immerhin mal drei Schuss. Haben oder nicht haben, ne? Ja.
Bleibst du liegen? Bist du hässlich, Alter, du Mistvieh. Alter! Nerviges Ding. Hm. Was geht hier ab, Alter? Was geht? Scheiße. Vielleicht ist das irgendwas Wichtiges. Ja. Zauber. Oh Gott sei Dank. Wir müssen den anderen sagen, dass wir sie gefunden haben, Sam. Ah, wir haben die Tür aufgekriegt. Gut, dass Atom mich gefunden hat. Ja, das war aber auch Glück. Oh, was ist das hier? Siehst du die Messer? Das sind irgendwelche Chemikalien. Das ist entweder ein Lager oder eine Deponie. Ja. Oder beides. Das könnte von den Einheimischen dort aufgehängt worden sein, um die Stelle zu markieren. Bitte. Ja, in Ordnung. Also, Artyom, tragen wir sie jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Metro Exodus.